Nach der Anmeldung landet man auf der Pinnwand. Die Pinnwand ist sowas wie eine Startseite oder Dashboard, auch vielleicht moderner genannt. Und zwar habe ich hier einmal ein Objektfoto. Ich hätte hier aktuelle Mitteilungen, wenn es welche geben würde. Hier sind wichtige Kontakte. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Ansprechpartner raussuchen möchte, kann ich das hierüber tun. Ich kann hier drüber eine neue Anfrage stellen. Ich kann hier mit der Community Kontakt aufnehmen. Alle Punkte erkläre ich gleich noch, das ist nur die Übersicht. Ich kann hier die App runterladen. Es gibt eine kostenlose App sowohl für iOS, also für Apple-Geräte, iPhone und iPad, als auch für Android-Geräte aus dem Play Store. Hier kann ich meine Unterlagen sehen, also meine Dokumente, Abrechnungen zum Beispiel und ähnliches. Und hier gibt es noch einen Link zu unserem Facebook, zu unserem Instagram-Kanal und zu unserem YouTube-Kanal. So sieht erstmal die Pinnwand aus, wenn man sich anmeldet.